So, Freunde, ich habe hier schon wieder was. Oh, was? Wir haben Gold. Oh mein Gott. Lass uns da hingehen, wo das Geld liegt. Jetzt mische ich nicht mehr. Ist auch Laboe fällig. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Wir gehen hier heute wieder auf die Schatzsuche mit meinem Metalldetektor. Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Ja, wir gucken mal, was wir heute denn alles so an Schmuck und Münzen finden. Wir sind heute in Laboe. In Laboe ist fällig. Ist auch Laboe fällig. Bis zu den ersten Signalen und Funden. Wetter ist tipptopp. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's. Ja, Leute, dann geht es jetzt auf jeden Fall hier los. Wie ich schon sagte, Laboe ist fällig. Hier haben wir aber das U-Boot. Ist natürlich auch echt mal eine Besonderheit. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon einiges an Müll rausgeholt. Man kann das hier auch einmal sehen. Wir haben es wirklich viel Müll und 1,50 Euro habe ich bisher, aber wir gehen jetzt einfach mal direkt weiter. Der reinigen schönen Uli ist auch heute mit dabei, ist richtig schön auf jeden Fall. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs und dann gehen wir jetzt gleich Richtung den Badestrand. Hier vorne kommen wohl gleich nochmal ein, zwei Leute und dann haben wir heute wieder eine kleine Gruppenaktion. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mal gucken, wie viel Euro wir insgesamt und wie viel Müll wir entfernen können. Ja, ist halt immer mal schön, gemeinsam zu suchen zu gehen. Ja, wie man im Hintergrund sehen kann, auf jeden Fall sehr viele heute hier am Surfen unterwegs. Bei dem Wind natürlich gar kein Wunder. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Bis zum nächsten vernünftigen Signal. Was hast du denn da für einen kleinen Stock, sag mal? Was ist das denn? Das ist meine Welt. Oh ja. Guck mal, hier. Du bist ja gut. Zack. Er hat nur so einen kleinen Stock. Das ist gut. Biss hat er auf jeden Fall. Gut, okay, weiter geht's. So, Freunde, ich habe gerade schon wieder was gefunden. Was ist los? Bringt Emily sowas auch mit? Emily? Ja, die hat natürlich auch sowas, ne? Ja, Grüße, meine ich. Ich habe jetzt 10 Cent nochmal gefunden. Ich habe jetzt mal 1,60 Euro. Direkt am U-Boot. Schauen wir mal. Heiko ist da hinten irgendwo. Müssen wir gleich mal gucken. Gehen wir auch gleich hin. Wenn denn vielleicht nochmal ein, zwei Leute kommen. Mal schauen. Was ist mit deinem Stock? Hallo? Was guckst du denn so? Hallo? Wo ist der Stock? Ja. Ha. Oh, das gehört ihm auf jeden Fall. Aber wir versuchen noch mal ganz kurz ein Kräftemessen. Zack. Ah, ja. Ja, 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 ja. Okay, weiter geht's, Freunde. 10 Cent. Katsching. Ja, natürlich, so ist das, ne? Da hat er das erste Date gehabt. Das ist natürlich nicht schlecht. Guck mal, da oben. So, okay. So, also, hier Bosse, ne? Bosse ist mit dabei, Uli ist mit dabei. Und ich bin auch mit dabei. So, und dann gucken wir mal, was wir heute noch finden. Du bist mit dem Equinox, ja, ne? Genau. Genau, zufrieden weiterhin? Ja. Sehr schön. Finde ich klar. Schon der beste Dienst gibt, würde ich sagen. So, ne? Ja. Das ist dann 9, ne? Aber. Ja. Aber es ist ein schönes Gerät. Nichts dazu sagen. Aber der ist wunderbar. Sehr schön. Aber nichts zu sagen. So soll es sein. Dann starten wir mal direkt am U-Boot und gehen dann Richtung Badestrand da hinten. Da ist wahrscheinlich wesentlich mehr, ne? So, ich habe 1,60 Euro bisher. Okay, gut, los geht's. So, Freunde, ich habe hier schon wieder was. Da gucken wir mal zusammen jetzt mal rein. Kurz einmal live rausholen. Ansonsten ist es tatsächlich so am Strand, dass man sagen muss, da ist viel Müll mit dabei. Wenn man die ganze Zeit filmt, dann hast du so viel Videomaterial am Ende. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich so. Da muss man manchmal so ein bisschen schauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Aussicht ist natürlich auch schön, ne? Das muss man sagen. Das ist immer das an dem Hobby, wo ich sage, richtig, richtig gut. Man ist draußen in der Natur, also dann noch mit so einem richtig schönen Blick einfach und ein bisschen Sonnen mit Freunden. Toll. Weiter geht's. Heiko, was sagst du heute am U-Boot? Schön? Der Kollege hat was. Der Kollege hat was. Ja, gehen wir mal hin, gucken wir mal. Okay. Oh, guck mal. Ne, Gold? Ach Quatsch. Guck mal. Oh, was? Wir haben Gold. Oh mein Gott. Ich will auf meinen Nagel gucken, ne? Ja, dann ist nicht schlimm. Wow. Hier oben ist eine Punze da. Sau cool. Warte, ja, ich mach mal so. Da oben ist ein kleiner Stempel. Ich kann es nicht lesen, aber ich glaube. Geil. Und es war eine 7 hier auf dem. Sehr geil. Sehr cool. Glückwunsch. Ja, danke. Na, siehst du? Ja. Jetzt sind wir motiviert. Was sagst du, Heiko? Ja, holen wir jetzt auch noch, ne? Ich wollte erst gar nicht hier längs, weil ihr schon zu zweit hier rüber seid. Ja, ja. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Hat auf jeden Fall die richtige Farbe, ne? Obwohl der ist hier ein bisschen angelaufen. Mhm. Musst du nochmal dann ein Bild schicken, ne? Ja, mach ich mal. Okay, gehen wir weiter. Jo. Gut, Freunde. Es ist wirklich verdammt windig. Ich hoffe, der Ton passt. Und wir haben schon mal Gold. Ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und gemeinsam sind wir stark. Müll wird natürlich auch mitgenommen, ist ja klar. Ne? Und davon finden wir auch reichlich. Was hast du schon so? 1 Euro, 1 Cent und jede Menge Müll. Inklusive einer Becksdose aus den 90ern. Aus den 90ern, ist gut. Das ist wegen dem Detektor und
das mag er nicht. So, okay, weiter geht's. So, Freunde, gut, dann gehen wir mal weiter. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Lasst gerne ein Like da für kostenlosen Supporter. Heiko wird hier gerade befragt. Dann schauen wir mal, was so die typischen Fragen sind. Ja, Gold haben wir schon gefunden, ja. Echt Gold? Ja, natürlich, da, der Kollege hier, der hat schon Gold gefunden. Nee, jetzt kein Scheiß. Nein, hat er wirklich gefunden. Ach, wirklich? Ja, ja. Aber wir machen aber auch den Strand sauber. Also durch die verrosteten Nägel und so weiter. Ach so. Ja, ja, natürlich. Also es hat alles seinen guten Zweck, ne? Ja, wir gucken jetzt. Und jetzt gehen wir beide mal in die Richtung, ne? Schönen Tag noch. Ja, danke für die Auskunft. Gerne doch. So, da klimpert's. Na, was haben wir da? Der Klassiker, ne? Oh ja, ein Radler. Dann auch noch alkoholfrei. Okay. So, und jetzt machen wir auch noch mal eine kurze Pause. Das ist hier direkt hier am Strand. Das ist auch wirklich super, super lecker. Hier gibt es Burger, Fischbrötchen, alles. Wenn ihr halt mal hier vor Ort seid und vielleicht mal auch Urlaub macht oder so, dann guckt hier auf jeden Fall vorbei. Richtig nette Betreiberin und ist halt hier auch dann direkt am Strand. Das bedeutet, ihr könnt hier vorne direkt das U-Boot einmal mal besichtigen und hier hinten geht es dann halt direkt weiter Richtung Badestrand. Und da gehen wir jetzt auch gleich hin und dann schauen wir, was wir heute noch finden. Auf jeden Fall haben wir schon Gold. Nachdem wir natürlich hier auch ein bisschen sonnen und suchen, machen wir auch mal eine Pause hier bei der guten Dame. Du bist die Betreiberin, richtig? Richtig. Genau. Und wie heißt dein Kiosk hier direkt am Strand? Strandkiosk 31. Na, Strandstraße 31. Nicht zu verfehlen. Ja, hier direkt in La Boe. Also für die Leute, die hier in La Boe mal am Strand sind, sollten hier auf jeden Fall vorbeigucken. Gibt hier immer was Leckeres zu essen, auch zu trinken. Und die gute Dame bedient euch dann. Also vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und dann würde ich sagen, wir suchen jetzt gleich mal direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall schon einmal Gold gefunden. Oh. Ah ja, genau, wow. Richtig. Also mal schauen, was noch kommt. Erik. Nee, es ist irgendwie so ein Anhänger oder so. Okay. Aber schauen wir mal. Lass uns doch bitte bis zu dieser Bude da hinten gehen. Ja? Willst du mir die Rotze aus der Nase filmen? Oder? Nein, ich wollte nur kurz mal, was du sagst, hören. Lass uns da hingehen, wo das Geld liegt. Ja, genau, so machen wir das. Meter, ey. Was denn? Ja, bist du irre? Ja, warum? Hier meine Nase. Ja, läuft sie? Los geht's, Leute. So, die Spule von Uli, die ist leider aus, beziehungsweise der Akku ist leer. Das kriegt erstmal meinen. Nachdem wir jetzt aber eine Stärkung vom Strandkiosk 31 bekommen haben, gehen wir jetzt einmal weiter, wie versprochen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Signal. So. Der Detektor von Uli, beziehungsweise die Spule, hat den Geist aufgegeben. Das darf er mit dem Deus 2 ein bisschen suchen. Und ja, gucken wir mal. Was für ein Leitwert hast du da? 73. Ja, dann guck mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank auch. Ich freue mich. Das gute Gewissen. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier schon wieder ein bisschen weiter. Da der Metalldetektor ja von Uli den Geist aufgegeben hat, gehen wir hier jetzt mal als Beobachter rein. Jetzt sind wir hier so an dem Badestrandabteil und gucken wir mal. Ordentlich Wind, aber es passt schon. Na, wie sieht's hier aus? Und, hast du noch mal was? Nein. Nein? Da war es dann doch da hinten wohl besser, wa? Ja, nee, der Livestream, da hinten irgendwo. Der Livestream ist tatsächlich abgebrochen. Jetzt mache ich nur wieder Video. Oh, ja. Ja, richtig gut. Ja, wie man sehr gut sehen kann, La Boe war fällig. Ja, Freunde, was sagt ihr zu dem heutigen Video? Mal ein bisschen wieder was anderes. Ein paar Leute. Und ja, man muss halt wirklich sagen, es bringt halt immer wieder richtig viel Spaß, halt einfach hier gemeinsam halt auch auf die Suche zu gehen. Manchmal kommt was, manchmal ein bisschen weniger. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Daumen nach oben. So, Freunde, es geht weiter. Jetzt wollen wir mal kurz Uli als Kameramann aber nochmal nutzen. Wie ihr ganz schön sehen könnt, die Sonne geht unter. Wir müssen die Zeit nutzen. Wir haben auch schon wirklich viel gefunden. Aber wir nehmen jetzt gleich nochmal, sag ich mal, so ein Gesamtfazit. Weil die ganze Zeit Müll ist auch nicht so ganz interessant. Deshalb jetzt nochmal ganz kurz live mit dabei, wie wir hier suchen. Mal schauen, ob wir noch was finden. Ich muss sagen, es bringt auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß. Ist natürlich jetzt nichts Historisches hier, aber es ist immer so wie jetzt hier. Aber ein schönes Treffen und mal gucken. Was ist das hier direkt? Guck mal, was ist das denn? Schmuck. Ein Piercing vielleicht, für die Nase oder so? Igitt. Ich kenn mich damit nicht aus. Guck mal, lag oben auf. Okay, weiß ich nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das ein Piercing ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber das sind schon mal so die Münzen, die ich bisher gefunden habe. Und ja, Gold haben wir ja schon mit dabei. Also mal gucken gleich, wenn wir Heiko wieder finden, weil der ist irgendwie lost, was der noch so hat. So, nur mal so nebenbei, wenn ihr am Strand unterwegs seid und ihr mit dem Spaten dabei habt, dann könnt ihr einfach hinter euch herziehen, dann wisst ihr wenigstens, wo ihr schon mal gewesen seid. Ja, 63,
Da können wir mal gucken. Man sieht hier richtig, dass der Sand super weich ist und das auch echt tief runter geht. Da müssen wir mal schauen. Da müsste er irgendwo unten tief drin sein. Oh, Tatsache, guck mal. Und? Ein Kronkorken. Ja, um die 60. Typisch. Dankeschön. Okay, gut. So, Freunde, dann sehen wir uns jetzt gleich beim, ja, beim Fazit, was wir alles so gesamt gefunden haben. Wenn wir Heiko gefunden haben, denn den finden wir jetzt nur mit Handy oder mit Augen auf. Mal gucken, was wir denn gesamt an Münzen und Müll finden konnten. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Heiko hat schon mal alles präsentiert bzw. aufgebaut, was er gefunden hat. Nee, oh, aber hier, du hast zweimal. Ich habe zweimal, tatsächlich, per Livestream in Instagram habe ich gefunden. Ja. 4 Euro, dann habe ich, warte mal, guck mal, 2, 4, 5, 6, 10, 60, 660, 67 und Münze, 7,60 Euro und ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung. Dein Piercing. Piercing, würde ich sagen. Ja, und du hast 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, mehr als ich. Und ja, was ist das denn? Aha, interessant. Das ist Interessanter Schmuck. Genau. Uli hat, nachdem die Spule irgendwann krepiert ist, 2,50 Euro gefunden. 52. 2,52 Euro. Ja, wenn schon, denn schon. Genau, dann lass uns mal kurz hier so hin, dass wir ungefähr alle im Bild sind. Ich weiß nicht, das zeigt nach da und nicht nach hier. Ja, warte. Dreh doch mal den Strandkorb zu. Es kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt bewegen müssen. Ja, stimmt auch wieder. So, wo ist Bosse? Bosse! Bosse! Ich glaube, er wird wieder vollgequatscht. Stell mal mein ja, okay, gut. Geld einsammeln. Ja, dann pass auf. Gut, dann wer hat wen abgezogen? Sagt es ruhig. Ja. Okay. Reicht für einen halben Backfisch. Ja. Vielleicht. Gut. Das ist relativ teuer. Ja, so, meine Freunde, geil. Also es klimpert hier auf jeden Fall. Wir haben heute wieder ein bisschen ja, Münzen gefunden, Schmuck und aber auch ganz viel Müll, wie ihr sehen konntet. Jo. Auch per Instagram-Livestream und was wir alles heute auch versucht haben. In diesem Sinne, Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn ihr natürlich ein Abo da lasst, auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar schreibt, ob ihr auch mal mit dabei sein möchtet bei so einem Treffen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.